een nieuwe podcast is gekomen. Hallo! So cool seid ihr auch dabei! Hallo zusammen und herzlich willkommen bei «Hope to go», unser Podcast für Chile, der mehrmals in der Woche rauskommt, wo ihr könnt mit der Chile und mit uns verbunden bleiben. Die es noch nicht gesehen haben, es hat noch zwei weitere Folgen, und zwar findet ihr die auf unserem YouTube-Kanal «Ref Ittigen». Jetzt könnt ihr schon seit etwa einer Woche, oder genau einer Woche, könnt ihr nicht mehr in die Schule oder in den Kindergarten. Und ihr habt jetzt wegen dem sicher auch ganz viele von euren Gespendli schon seit einer Zeit nicht mehr gesehen. Und ihr werdet jetzt gerade ein paar Grüße hören von Leuten aus der Kirche, die euch möchten zeigen, dass sie euch denken und euch möchten ein paar Worte weitergeben. Hallo zusammen, das ist der Nino, meine Katze. Wie man sieht, weiss er nicht genau, was anfangen mit ihrer übrigen Zeit. Und ich bin Tabea, ganz liebes Grüßli von mir daheim. Ich hoffe, anders als meiner Katze ist es euch noch nicht langweilig geworden und euch kommt noch viel Kreatives und Cooles in Sinn, was ihr daheim könnt machen könnt. Salut, ist der Luki von daheim. Ich wünsche euch viel Kraft und überlebt das Corona. Hallo zusammen, ich weiss ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde, die Zeit, wo man jetzt daheim bleiben muss, ist eigentlich eine mega Möglichkeit, um gerade mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Und ich wünsche dir einfach, dass du auch die Zeit kannst für dich sinnvoll nutzen und dass du etwas daraus machen kannst und es nicht zu langweilig wird für dich. Hallo zusammen, das sind Anna und Balou und wir zwei müssen im Moment möglichst daheim bleiben, so wie dir auch. Wir hoffen, euch geht's gut, ihr seid und bleibt gesund und wünschen euch ganz eine gute Zeit. Bis gleich wieder. Tschüss zusammen. Ich hatte Angst vor Ausgangssperre. Darum habe ich mich hier im Wald verschanzt und ja. Mit Quarantänebart. Langsam kommt er gut. Hallo zusammen. Mein Wegenkollege hat sich vernünftigerweise in den Wald zurückgezogen, aber er weiss nicht, was er hier daheim alles verpasst. Oh! Wir wünschen euch für die Zeit ganz viel Kreativität und Gottes Segen. Ich hoffe, ihr habt alles, was ihr braucht. Und allen Männern einen schönen Quarantänebart. Und allen Frauen wunderschöne Quarantänebeine. Tschüss zusammen! So, und jetzt kommen wir wieder zu unserer Challenge. Und zwar möchte ich euch herausfordern, dass ihr an einer Person, irgendjemandem, der ihr sehr gerne habt, aber der schon seit einer Zeit nicht mehr gesehen habt, auf eine besondere Art grüßen. Ihr könnt zum Beispiel einen Brief schreiben, ihr könnt ein WhatsApp schicken oder ihr könnt auch, so wie wir es jetzt vorher gesehen haben, irgendeine lustige Videobotschaft schicken. Jetzt wären wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ihr könnt am Mittwoch, am 12. Uhr wieder einschalten auf YouTube und dann werdet ihr eine weitere Folge von «Hope to go» sehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss zusammen.